Alter, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir letztens passiert ist. Ich war in der Zukunft und irgendwie doch nicht. Ich meine, Alter, was war das denn bitte? Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich dieses Abenteuer der Reihe Deine Chemie in Kooperation mit der chemischen Industrie zu verdanken habe. Was ich euch gerade erklären will, schaut einfach selber. Als YouTuber und passionierter Gamer bekommt man ja so allerhand Sachen zugeschickt. Mal sinnvolle, mal weniger sinnvolle und manchmal auch einfach völlig absurde. Das ist... Wow, das ist sowas von nicht mehr mein Wohnzimmer. Das ist... Heilige... Wie funktionieren die Dinger? Denn da sind 1000 Knöpfe und nichts macht... Wow! Wer bist du? Wo bin ich hier und vor allem, wie komme ich wieder weg? Keine Angst, du Harmrosslefleutzern. Bloß das runde Orakel, du finden musst, um wieder in deine Welt zu kehren. 3 Quests du nur bestehen, ich dir dabei helfen werde. Rundes Orakel, 3 Quests, du mir wer bist du überhaupt? Ich, Großmeister Han. Hanshu. Das ist ein Witz. Kein Witz das sein, Lüftleutzer. Und für Witze keine Zeit wir haben. E-Boards, E-Bikes und Co. sind nur der Anfang. Die Chemie gestaltet mit ihren Materialinnovationen die Zukunft der Mobilität. Sie liefert zum Beispiel die Zutaten für immer stärkere Akkus. Wer wird 2050 noch mit Benzin fahren? Du gut gemacht haben, Lifleutzern. Hanshu sehr zufrieden. Doch 2 weitere Quests du noch bewältigen musst. Im Innern, rundes Orakel warten auf dich. Doch vorher, du vollbringen musst, hineinzukommen. Der Schlüssel dafür sei hier drin. Öffnen, gegenhauen oder was? Scheiße. Der scheiß fancy Anzug, nicht noch irgendwas Cooles oder so, was man da... Das ist ja
Wie wir Medien konsumieren werden, bestimmen auch Innovationen der Chemie. Sie ermöglichen die Display- und Kommunikationstechnik von morgen. Warum nicht federleichte Fernseher oder rollbare Displays? Oh. Das ist ja geil. Das passt noch. Das klingt ja, das passt. Das. Oh nein! Fuck! Kann ich vielleicht kurz vorbei? Nicht? Ich weiche erst, edler LeFloid, wenn ihr mir die drei heiligen Fragen beantwortet wisst. Sie sind der Schlüssel. Komm, dann hau raus. Die erste der heiligen drei Fragen lautet: Welche ist die einzige Person bei den Simpsons mit fünf Fingern? Das ist deine heilige Frage? Gott im Himmel, was weiß ich? Richtig, edler LeFloid. Oh. Einzig Gott im Himmel hat bei den Simpsons fünf Finger. Das habe ich gewusst. Die zweite der heiligen Fragen lautet: Wie heißen die vier Geister bei Pac-Man? Sorry, das weiß ich, Nerd. Das sind Inky, Pinky, Blinky und der vierte. Shit. Winky, Kinky? Nee, das war Clyde! Das ist Clyde. Echt? Nun die letzte, allerheiligste und wichtigste aller Fragen. Was bedeutet 1? 8017 in der rein auf Zahlen basierenden künstlichen Sprache Timerio. Was? Hey, jetzt die Frage nochmal auf Deutsch, Keule. Ist doch 1.80.17? 1.80.17. 1.80.17. 1.80.17. 1.80.17 bedeutet, ich liebe dich. Eins achtzig siebzehn, Baby. Na, wie habe ich das gelöst, ne? Schön mit Köpfchen gemeistert, hä? Meisterhandschuh. Hi, LeFloid-san. Aber nicht freuen zu früh. Letzte Prüfung noch auf dich warten. Schwerste Prüfung von allen. Die kriege ich nur wirklich auch noch gelöst, ja? Ich meine, mich schockiert hier nichts mehr. Gut, jetzt vielleicht außer, was weiß ich, hier so ein Endboss in Form von einer riesigen goldenen China-Winke-Katze. Die war den Dingern, habe ich echt Panik, aber. Völlig absurd, ne? Das wär... Die Schwachstelle des Gegners, du findest. Fuck! Na mal, bist du? Kriegt euch ein, Mann! Okay, scheint ja zu gehen. Das ist. Oh, fuck! Schwachstelle meines Gegners, Schwachstelle meines Gegners, Schwachstelle meines. Oh, shit. Warum ist denn hier auch nichts, woraus ich mir eine Waffe machen könnte? Das. Ist das ein 3D-Drucker? Toll, hätte ich mir auch gleich eine Waffe wünschen können. Das. Okay, was macht Sinn? Eine Wasserpistole vielleicht, aber... Oh. Die Chemie liefert die Materialien für den 3D-Druck. Kunststoffe, Keramik oder Metall. Könnten bald sogar Objekte mit Formgedächtnis im 4D-Druck entstehen? In der Medizin beispielsweise nehmen gedruckte Implantate und Ersatzorgane ihre vorab gespeicherte Form dann erst im Körper an. Bist.
Ja, das war der Plan. Das Rundorakel ist eine Pizza? Was? Zahlen du musst, Lefleutzern. Wow, Leute, was sagt ihr? Ich persönlich fühle mich ja so ein bisschen visionär erleuchtet. Ob das jetzt an Han Shu liegt oder an der Chemie, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich bedanke mich recht herzlich für diese Kooperation mit der chemischen Industrie, für die Reihe Deine Chemie. Und neben mir haben da noch viele andere fantastische YouTuber mitgemacht. So könnt ihr euch als nächstes zum Beispiel ein Minecraft-Abenteuer geben. Das entspringt der Feder von niemand Geringerem als Herr Bergmann. Sämtliche Infos zum Projekt und zum nächsten Video natürlich in der Videobeschreibung.